In diesem Video erkläre ich dir, welche 6 Zielsetzungen ein Staat haben sollte, um über eine funktionierende Wirtschaft zu verfügen. Schauen wir uns diese 6 Zielsetzungen in einem Überblick an. Wirtschaftswachstum haben wir hier, Vollbeschäftigung, Preisstabilität, eine gerechte Einkommensverteilung, eine ausgeglichene Außenhandelsbilanz und gerade in der letzten Zeit wichtiges Thema Umweltschutz und Klimaschutz. Beginnen wir mit dem Wirtschaftswachstum. Damit der Staat seine zahlreichen Ausgaben, zum Beispiel für Infrastruktur wie Straßenbau, Sozialleistungen, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld finanzieren kann, braucht er ein stetiges Wirtschaftswachstum, das im Idealfall 2-4% betragen sollte. Das war zum Beispiel in den USA möglich in den letzten Jahren. In Europa sind wir leider momentan weit darunter. In Asien, vor allem China, drüber. China hatte zum Beispiel zwischen 6-10% Wachstum die letzten Jahre. Eine weitere wichtige Zielsetzung für den Staat ist, dass alle Bürger Arbeit haben, die das wollen, also Vollbeschäftigung. Der Staat hat ein großes Interesse an einer hohen Beschäftigungsquote, da alle Leute, die arbeiten, dem Staat Geld bringen, da sie Steuern zahlen und im Gegenteil dazu die Nichtbeschäftigten, also die Arbeitslosen, die kosten Geld hinsichtlich Sozialausgaben wie Arbeitslosengeld, Krankenkasse und so weiter. Dann ein in der Öffentlichkeit oft unterschätzter Faktor hinsichtlich der Zielsetzung ist die sogenannte Preisstabilität. Darunter versteht man eine geringe Inflation, das heißt, dass das Geld nicht an Wert verliert. Oder in einem Satz zusammengefasst, damit mit dem Preiswert, also dem Gehalt, der gleiche Warenwert, im besten Fall sogar noch mehr, zum Beispiel Konsumgüter, eingekauft werden kann. Weil es nützt mich gar nichts, wenn ich mehr verdiene, aber um das gleiche Geld weniger kaufen kann. Die Preisstabilität im Auge hat die jeweilige Zentralbank, die mit Zinserhöhungen oder Zinssenkungen diesen wichtigen Faktor steuert. Und zwar völlig unabhängig. Dann sollte es eine Zielsetzung sein, eine gerechte Einkommensverteilung zu erzielen, um soziale Spannungen innerhalb einer Gesellschaft zu vermeiden. Soll die Einkommens- und Vermögensverteilung gerecht gestaltet sein, aber das ist natürlich ein Wunschdenken, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass Managergehälter bis zu 50 Mal höher sind wie ein durchschnittlicher Arbeitslohn oder dass die reichsten 10% mehr als 50% aller Vermögenswerte besitzen. Das war ein bisschen zu schnell. Kommen wir jetzt zu der ausgeglichenen Handelsbilanz. Diese Zielsetzung hat die letzten Jahre und Jahrzehnte sehr viel an Wert verloren. Was versteht man zuerst einmal darunter? Der Austausch von Handelswaren, also Import und Export über die Landesgrenzen hinweg, hat in der globalisierten Welt stark zugenommen. Und wenn wir das zum Beispiel an Deutschland festmachen, Deutschland hat gar kein Interesse daran, eine ausgeglichene Handelsbilanz zu sein, weil sie sehr stark vom Export leben. In diesem Fall ist das Ziel, Wirtschaftswachstum höher einzuschätzen wie eine ausgeglichene Handelsbilanz. Dann, was nützt mir das Wachstum, wenn ich keine Umwelt mehr habe? Und deshalb hat gerade in Zeiten jetzt des Klimawandels Umweltschutz und Klimaschutz eine große Bedeutung eingenommen in der Zielsetzung des Staates. Früher war das ja oft ein Widerspruch, also Umweltschutz und Wirtschaftswachstum, weil aus Umweltschutzgründen oft Projekte verhindert wurden. Mittlerweile ist der Umweltschutz und Klimaschutz ein wichtiger Motor des Wirtschaftswachstums, zum Beispiel Stromerzeugung durch Solarenergie und Windkraft und neuerdings auch Elektroautos. Dann, in welchem Wirtschaftssystem kommen diese Zielsetzungen idealerweise vor? Diese Zielsetzungen sind im Wesentlichen mit dem Wirtschaftssystem der sozialen Marktwirtschaft vereinbar, zu großen Teilen noch mit der freien Marktwirtschaft.
Und ein wichtiger Punkt, ich habe es vorher schon erwähnt, diese Zielsetzungen schließen sich teilweise aus und das ist die Schwierigkeit, die ein Staat hat, um diese Zielsetzungen zu vereinen. Schauen wir uns hier ein Beispiel an. Ein starkes Wirtschaftswachstum ist ja grundsätzlich gut, gefährdet aber die Preisstabilität und deshalb muss das Wirtschaftswachstum gedämpft werden, damit der Wert des Geldes nicht zu stark sinkt. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, das ist die Aufgabe einer unabhängigen Notenbank, die maßgebliche Steuerung einer Wirtschaft eines Landes geschieht nämlich mit Zinserhöhungen und Zinssenkungen. Das heißt, die Zentralbank ist eigentlich das wichtigste Organ, wenn es darum geht, Wirtschaft zu bestimmen. Das war ein kurzer Ausflug in die Welt von Wirtschaft und Staat, Zielsetzungen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergeholfen. Bis bald beim nächsten Video.